Hallo und einen wunderschönen Tag. Heute habe ich die Idee für euch zum Oktoberfest, zum Herbstfest, als Tischdeko ein Marmeladenglas, was wir aufmotzen, zu einem urigen Windlicht, Kerzendeko oder Vase. Dazu brauchen wir ein Glas, also man kann auch ganz gern die Gläser hier von der Oma nehmen, die Einmachgläser, die man vielleicht noch im Keller hat und nicht benutzt, oder ein großes Marmeladenglas, das ist ganz alleine euch überlassen. Dazu brauchen wir, wenn es geht, eine Heißklebepistole, aber mit Flüssigkleber geht es auch. Ich habe hier schon mal ein rotes Filzherz, dann einen kleinen Elch. Entweder ihr kauft die fertig ausgestanzt oder ihr nehmt Filz und macht euch eine kleine Pappschablone und schneidet die danach aus. Das würden wir jetzt schon mal auf das Filzherz kleben. Wie gesagt, Heißklebe ist einfacher, aber mit Flüssigkleber geht das auch. So. Danach brauchen wir noch zwei Holzperlen. Nicht unbedingt zwingend notwendig, aber es wäre schön. Ein Band. Es geht ein Schuhband, ein Geschenkband, egal was ihr zu Hause habt. Dann noch eine schöne Spitze. Man kann auch Reste verwerten, was ich ganz gut finde. Das ist hier zum Beispiel ein Rest. Man kann auch von der Gardine ein Stückchen abschneiden, wenn man eine alte hat, oder von einem Spitzenkissen. Also ich verwende wirklich ganz gern, was ich zu Hause habe. Und dann brauchen wir noch künstlichen Buchs oder künstlichen Efeu, was es so gibt. Und um die Länge festzustellen, geht ihr einfach mal einmal großzügig um das Herz herum. Nehmt dies doppelt. Schön doppelt nehmen und dann verdrehen. Schön verdrehen. Ist ja Draht drin, das funktioniert prima. Ja, bis unten verdrehen. Dann nehmen wir die beiden Spitzen zusammen und verdrehen die auch nochmal. Schön feste. So, dann hätten wir schon mal die Grundform. Und um das Herz zu bekommen, drücken wir einfach nur hier oben nochmal ein und biegen uns das so, wie wir das brauchen. Und schon ist ein Herz fertig. Ist auch eine tolle Tischdeko auf Teller. Wenn man nur das macht, macht vielleicht nur ein Bändchen dran oder eine Perle und legt das auf die Teller. Das kommt wahnsinnig gut. So, dann nehmen wir das Glas, den kleinen Holzstab. Den Schaschlikspieß benutze ich beim Heißkleber immer, weil wir die Verbrennungsgefahr haben. Das ist ja extrem heiß und dann geht es einfacher. So, wir machen uns hier oben einfach ein bisschen Heißkleber hin. Nicht so viel, weil der schnell abkühlt. Legen uns dagegen, dass die obere Spitze ein bisschen rauskommt und drücken das mit dem Schaschlikspieß fest. Und so verbrennen wir uns auch nicht. Dann gehen hier weiter hier rum und drücken das fest. So, und gleich haben wir es. Schön, dass die Spitze ein bisschen oben rausguckt. Was auch immer prima geht als Gläser, sind Gurkengläser, weil es sie so schön in der großen Größe gibt. Wer Gurken liebt, immer schön Gläser aufheben. Die sind einfach wunderbar. Da kann man so tolle Sachen mitmachen. Und ich zeige euch dann auch in einem der nächsten Videos, wie wir dann ganz toll diese Gläser noch umhäkeln und zu Lampenschirmen umfunktionieren. Für alle möglichen Anlässe in ganz tollen Farben, so wie ein Stein oder so. Also, ich denke, wird richtig gut. Und auch mal eine tolle Sektflasche könnt ihr aufheben, weil die umhäkel ich auch für eine Lampe mit LED-Lichtern. So, jetzt wäre die Spitze schon dran. Jetzt machen wir weiter. Wir haben unser Herz. Da habe ich ein Loch hineingemacht und wir fädeln mal ein Band hinein. So, etwa um die Hälfte. Machen einen Knoten. Gleich haben wir es.
So, erstmal einen Knoten, so wie ein Aufhänger. Dann brauchen wir unser Wuchsherz, weil wir müssen es ein bisschen fixieren, nicht rundherum. So zwei Seiten reichen. So, und drücken das wieder ein bisschen fest mit dem Schaschlikspieß. Dann lassen es einen Moment trocknen, anziehen. Lässt sich aber auch dann nochmal am Glas prima fixieren. So, dann nehmen wir das andere Band und legen uns hier oben herum. Das muss dann auch nochmal, ich meine, dieses Glas hat keinen breiten Rand. Da ist etwas schwieriger, aber wir fixieren das auch nochmal mit Heißkleber. Beim Gurkenglas ist der Rand viel größer. Da geht das noch viel besser. So, und schließen es mit einem Knoten. Abgerutscht von vorne. Das war nichts. Einmal von vorne und dran. So, Moment warten. Mit einem Knoten verschließen. So. Fixieren. So, dann würden wir unser Herz hier fixieren und es zu einer schönen Schleife noch binden. Wir warten einen Moment. So, von hinten geben wir da an das Herz auch noch mal einen Klecks Heißkleber und drücken es fest. So. An die Enden kleben wir dann noch unsere Perlen, und zwar geben wir dann in die Perlen ein Kleckskleber und führen das hier ein und warten, bis es trocken wird. In das Glas kommt unten rein vielleicht etwas Split, das habe ich hinten gemacht, weil der so schön grau ist. Dann kann man wunderbar Aquariumkies nehmen, der ist sehr günstig und es gibt ihn in den tollsten Farben. Man kann auch normalen Sand nehmen, das muss gar kein Vogelsand sein. Wer gar nichts zu Hause hat, kann auch Reis nehmen, der ist dann schön weiß und passt auch prima rein. Und darauf stellen wir dann unsere Kerze. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, mein neuer Vorschlag. Und ihr schaut mal wieder rein. Und wenn es gefallen hat, wäre ich ganz happy, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben würdet und beim nächsten Mal wieder reinschaut. Tschüss!